Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Mürztal aktuell. Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, zumindest was kommende Woche die Temperaturen betrifft. Im Pflegeheim Bruck nutzte man deshalb noch schnell die Möglichkeit, das alljährlich stattfindende Sommerfest zu feiern. Und die Fahrraddiebstähle sind vor allem in Graz keine Seltenheit mehr. Mehr darüber jetzt in unserem Meldungsblock. Das Sommerfest im Senioren- und Pflegeheim Bruck an der Mur ist für die Bewohnerinnen und Bewohner immer ein großes Ereignis. Und das Sommerfest hat aber auch einen tieferen Hintergrund. Diese modernen Pflegeheime, diese modernen Einrichtungen, die man heute hat, Land auf, Land ab und natürlich auch in unserem Bezirk, in unseren Städten und Gemeinden, sind eine wichtige Einrichtung für unsere alten Menschen, auf die man aufpassen muss, die ihren Lebensabend in diesen Häusern verbringen. Und für die gilt es, auch besondere Programme auf die Füße zu stellen. Und dieses Sommerfest, das alle Jahre jeweils an einem anderen Tag in unseren Heimen und in unseren Häusern abgehalten wird, soll auch ein wenig Abwechslung, ein wenig Heiterkeit in den Tagesalltag bringen. Und das ist eine wichtige Sache. Und heute auch in der Altersheimgasse in Bruck. Unsere Beschäftigten, die Frauen und Männer, die 24 Stunden Jahr ein, Jahr aus auf unsere älteren Menschen aufpassen, machen sich einmal im Jahr daran, wirklich ein Programm zu gestalten. Und es ist immer ganz wunderbar, wenn man sieht, dass die eigene Belegschaft, die eigenen Damen und Herren, die hier betreuen, die Pflegerinnen, die Diplom-Krankenschwestern, hier in eine ganz andere Rolle schlüpfen und Unterhaltung bieten. Das ist ein Dank und eine Dankabstattung auch an unsere ältere Generation. Und dieses Dankeschön fiel großartig aus. Viel Nostalgie wurde geboten und als dann auch noch Musik vom unvergessenen Peter Alexander erklang, waren die Besucher und Besucherinnen aus dem Häuschen. Ein Sommerfest im Senioren- und Pflegeheim in Bruck an der Mur. Einmal im Jahr soll der Alltag eine besondere Note bekommen. Das Wichtigste ist, denke ich, dass man den Bewohnerinnen mit Respekt entgegen oder den Bewohnerinnen Respekt entgegenbringt. Dass man sie so behandelt, wie man selber im Alter behandelt werden möchte. Dass man versucht, auf sie einzugehen und vor allem bei dementen Bewohnern auch versucht, in ihre Welt einzusteigen. Das ist, glaube ich, das Um und Auf. So gesehen freuen sich viele bereits auf das nächste Sommerfest. Und man kann gespannt sein, was sich hier die Mitarbeiter wieder einfallen lassen werden. Graz ist die heimliche Literaturhauptstadt. Graz ist Kulturerbe. Graz ist aber auch die Hauptstadt der Fahrraddiebe. In der Steiermark wurden im ersten Halbjahr mehr als 1000 Fahrräder gestohlen, davon zwei Drittel im Stadtgebiet von Graz. Warum ist das so? Hier sind auf vielen Fahrradabstellplätzen natürlich mehrere Fahrräder abgestellt. Das heißt, für einen Täter ist hier eine große Auswahl vorhanden an Fahrrädern und deshalb ist natürlich auch der Zugang oder beziehungsweise der Diebstahl natürlich größer als anderswo, wo weniger Fahrräder abgestellt sind. Wenn man ein Psychogramm der Täter in Betracht zieht, wer kommt eigentlich in Frage als Täter für Fahrraddiebstähle? Ja, die erste Gruppe ist jene, die das Fahrrad für eine kurze Fahrgelegenheit benutzen und das Fahrrad dann wieder abstellen. Das zweite ist der Täter, der das für seinen Eigengebrauch verwendet. Das heißt, er hat ein minderwertigeres Fahrrad und tauscht es sozusagen gegen ein besseres Fahrrad aus. Der dritte Täter ist derjenige, der das Fahrrad verkauft und damit einen Gewinn erzielt. Und die vierte, und das ist die größte Tätergruppe, das sind die organisierten Täter, die eben Fahrräder zwischen 5 bis 10 Fahrräder auf einmal stehlen und mit diesen Fahrrädern dann ins Ausland verschwinden. Die steirischen Handballtage werden schon seit den 80er Jahren in der Steiermark ausgetragen und haben somit eine lange Tradition. Die letzte Veranstaltung liegt allerdings schon einige Jahre zurück.
Der Steirische Handballverband möchte dieses traditionsreiche Turnier wieder aufleben lassen und damit einen starken Impuls im steirischen Handballgeschehen bewirken. Bis morgen noch kann man bei den Steirischen Handballtagen dabei sein. Bienvenido en los Juegos de la Steiermark. Y le doy mucha suerte a mi team y le doy ich hoffe, dass ich gewinne, einfach sagen wir so. Na, ein gelungener Einstieg. Sie sind eine Standortbestimmung für die Handballclubs und gleichzeitig der erste Gradmesser vor der bald beginnenden Meisterschaft. Die Handballtage in der Steiermark. Gestern haben sie begonnen, morgen gibt es die Finale in Graz. Aufsteiger Bruck ist voll im Training und sieht die Handballtage als beste Vorbereitung. Naja, wir haben eine neue Mannschaft fast verpflichtet und jetzt sind wir eigentlich erst in der Vorbereitung. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit wie HLA-Vereine, aber im Prinzip sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft ganz gut zufrieden. Die Spieler haben sich integriert, die neuen. Wir haben leider mit dem Blaha Lukas einen Verletzten, der was Neues kann heute nicht mitwirken oder dieses Wochenende auch nicht mitwirken. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das bis zum 8. September hinbringen. Jetzt ist es so ein Gradmesser, diese Handballtage. Bei wie viel Prozent würden Sie jetzt sagen, steht die Mannschaft momentan? Naja, ich glaube, wir sind dann noch weit nicht bei dem Limit, was wir erreichen können. Ich schätze, dass wir so zwischen 60-70% sind. Die Spieler sind ein bisschen müde, es ist sehr anstrengend das Ganze, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Was kann man zu den Neuen sagen? Na, ich glaube, es haben sich recht gut eingefügt. Ich glaube, wir haben diese Leute sehr lang beobachtet. Wir haben mal geschaut, ein paar alte Bekannte haben wir mit dem Ivan und mit dem Breg Martin, wo wir wissen, dass wir da nicht die Katze im Sack gekauft haben. Und ich glaube, mit den anderen Spielern werden wir recht noch viel Freude haben. Wenn man sich so umhört in der Handballgruppe, in der Handballhierarchie, dann vermeint man ja, dass die Brucker ein ganzes kräftiges Wörtchen um den Titel mitzureden haben werden. Ja, wir hoffen schon, das ist ja schon unser großes Ziel, dass wir da in die Playoff kommen und dementsprechend auch den Weg in die HLA finden. Während Bruck die Ziele für die zweite Liga abgesteckt hat, ist man in Leoben auch guter Dinge, in der Meisterschaft ein Wörterl mitreden zu können. Ich kenne die Mannschaft eigentlich noch nicht so ganz, weil wir haben auch viele neue Spieler. Und ja, freue mich auch, dass ich nächste Woche dabei bin. Und da bin ich jetzt da, mal die Top-Spiele anzuschauen hier in der Steiermark. Mal, das wird schon ein cooles Turnier. Und Memer TV verriet der sympathische Leobener Spieler auch, dass er nicht mehr lange in Leoben sein wird. Ja, also es ist ja eigentlich mehr oder weniger kein Geheimnis mehr. Es ist schon eigentlich mit dem Verein eigentlich mehr oder weniger ausgesprochen, dass die eigentlich generell wissen, dass ich nächstes Jahr, also dass meine letzte Saison ist in Leoben. Also, und das, da gibt es eigentlich nicht viel zum Reden, also da gibt es auch nichts zu verstecken. Also ich wäre, wenn alles passt und alle und keine Verletzungen sind, und da wäre ich schon wahrscheinlich nächstes Jahr schon weg sein. Die neue Meisterschaft kann kommen. In Leoben diese Saison noch mit Raul Santos. Und wir halten den Steirern den ECE Puls, Leoben, Köflach, Seiersberg und Dorfeiach die Daumen für den bevorstehenden Punktekampf. Heute war es den ganzen Tag sonnig und sehr heiß, bei Höchstwerten um die 36 Grad. Viele nutzten die Gelegenheit für den letzten Badetag, zumindest bis Ende nächster Woche. Denn am Wochenende wird es deutlich kühler. Morgen Samstag kann es im Südosten nochmals sehr heiß werden, wobei man am Abend wieder mit Gewittern rechnen muss. In der Nacht auf Sonntag regnet es dann in der gesamten Steiermark und der Sonntag bringt durch eine Kaltfront maximal 20 Grad. Das war Mürztal aktuell. Schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.